Guten Morgen. Erster ganzer Tag aus Hoi An. Wunderschön hier. Die Sonne ballert. Ich habe Hunger. Warte aber noch auf Harry. Das heißt, ich lege mich jetzt erstmal an den Strand. Suche mein Strandtuch, das ich gestern verloren habe. Ich verliere nur Sachen gerade. Und dann geht es später ins Fitnessstudio. Dann geht es später in die Stadt. Eventuell ein bisschen shoppen, weil ich brauche. Ich brauche neue Sonnenbrille wieder. Ich brauche neue Schuhe. Meine Schuhe gehen gar nicht mehr. Also meine Sneaker. Und ja. Mal gucken, was noch so passiert. Was soll ich sagen? Ah ja, ich habe mich eine Stunde gesonnt. Stunde am Strand gelegen und geburzelt. War gut. Ich glaube, da kam gut Farbe mit rum. Jetzt bin ich mit Heavy wieder frühstücken. Ich glaube, wenn ich jeden Morgen frühstücken, hier ist so cool und vor allem günstig. Richtig. Und dann geht es um 12 im Shuttle in die Altstadt, ins Gym. Und dann wird trainiert. Hauseigenen Shuttle, Fuse Hostel. Speeden die wirklich durch die Gegend und so und alles. Aber die Aussicht ist gut. Und der Wind kühlt. Ja, das ist ein gutes Gym. Ich bezahle 150.000 für 4 Tage. Das sind einfach 6 Euro. Und die Nervensäge ist auch schon wieder da. Ja, 6 Euro für 4 Tage Training. Das ist gut. Heute werde ich durch viel Cardio machen. Das heißt, ich mache was, was Vince und ich hassen. Dass Leute Fahrrad fahren im Gym. Aber ich habe kein Fahrrad hier, deswegen werde ich heute Fahrrad fahren. So, ich glaube, eine bessere Aussicht zum Training kann ich haben. In die Station, die richtige Sitzhöhe einstellen und Sattelweite. Naja, für eine Stunde werde ich mich hier wohl wohlfühlen. Harry wieder nur am Handy. Are you even training? Ja, Gewichte werde ich auf jeden Fall nicht schieben. Ich habe immer noch Muskelkater im Latt und im Armbereich und der Brust. Deswegen heute ein bisschen rot, Mama. Nur ein bisschen. Aber ja, jetzt eine Stunde aufs Rad, Grundlage schieben und dann mal gucken, was die Beine morgen sagen. Ich bin nicht wirklich zufrieden mit dieser Sattelposition, aber ich kann ihn nicht ändern. Also die Neigung. Aber ja, mal gucken. Wie strong der ganze Hase ist hier. So, dann gibt es tatsächlich auch noch einen Proteinshake für 2 Euro. Ich hätte am liebsten gerne mit Milch, aber mit Wasser. Aber haben sie nicht. Dann nehmen wir das so. Mittagessen war sehr gut und günstig. Fast zu günstig. Nee, ich will nicht beschweren. Und ja, jetzt geht's zurück. Ich habe noch gerade einen Laden gesehen, wo vielleicht
mein Ladekabel sein könnte. Da schauen wir jetzt vorbei. Da hole ich mir noch eine Sonnenbrille. Und dann geht's zurück ins Hostel. Und dann hocken wir uns wieder an den Strand, so wie gestern. Und lassen den Nachmittag erstmal ausklingen. So, nächster Eistest. Nach einer Stunde auf dem Rad. Und Core-Workout habe ich mir das verdient. Und das ist auf jeden Fall sehr gut. Das wieder gefunden. Messi. 9000 Dong. Da sind wir zurück bei den 30 Cent für ein Eis. Ich konnte nicht widerstehen. Ich muss kaufen. Und ich habe es gekauft. Und ich esse es jetzt. So, Bartel hat morgen Geburtstag, richtigen Geburtstag. Und Helmut und ich haben uns immer richtig Mühe gemacht und ein gutes Geschenk gekauft. Ja, immer für Trash-Geschenke. Neue Sonnenbrille habe ich auch übrigens, die sehr flexibel ist und hoffentlich nicht kaputt geht. Ja, jetzt geht's nach Hause. Und dann wird gechillt. Harry hat heute seinen Schuld beglichen. Ja, mit einem Bierchen. Und jetzt gibt es einfach Behindertentransport. Oh Mann. Und das die ganze Treppe hoch. Könnte schlimmer sein. Könnte aber auch besser sein. What's the mission, Harry? The mission is soju acquiring. So, wir haben gerade ein Soju gefinished. Das ist kein Soju. Jetzt gibt's den nächsten. I don't even know if we ever have a cutscene in it where we drink a Soju. So mean? People think it's still the first one. All I know is that actually, it's a little bit interesting. So I have Israeli. Das bedeutet, heritage. Mein Handy wird, oh, mein Handy ist so verdutscht schon wieder. Many das wird nicht lange halten. Eventuell wird der Vlog frühzeitig enden. Ich weiß nicht, was wir machen, ob wir heute trinken gehen, nur essen, früh schlafen. Ich wollte aber morgen früh auf jeden Fall um 10 Uhr schon ins Fitnessstudio gehen. Deswegen, ja. Mal gucken, vielleicht lade ich nochmal nach, vielleicht auch nicht. Vielleicht eher nicht. Deswegen. Schau mal, gute Nacht. Vielleicht melde ich mich nochmal. So, ich habe mich jetzt kurz mal nochmal neu eingekleidet. Und Harry hat, glaube ich, neue Sodas gekauft. Sieht nach einem Trinkabend aus. Ich bin spät, ich habe mich sehr verquatscht mit meinem Dorm. Mit zwei Mädels. Aber ja, sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich hoffe, mein Getränk ist noch am Leben. Außer jemand hat schon leer getrunken. Ich laber scheiße. Ich sag mal tschüss. Ich glaube, das Video geht weiter, weil ich habe jetzt eine Powerbank vom Harry bekommen. Und deswegen sehen wir uns diese Nacht noch. So, she's so lucky that she has two birthdays. I can't believe. Die Israelis feiern einfach zweimal. Yes! I'm Shelly. Happy birthday.